Beeilung, bevor sie Zeit haben, sich neu zu formieren. Wir müssen die Wildnis erreichen. Daraus wird nichts. Erbauer, schenke mir Kraft. Die Schlacht ist vorüber. Alles ist gut. Es tut mir leid, Herrin. Eure Tochter ist von uns gegangen. Nein, diese Dinger werden Bethany nicht bekommen. Bethany hat ihr Leben riskiert, um uns zu retten. Ich will keine Heldin. Ich will meine Tochter. Wie konntest du nur zulassen, dass sie einfach so angreift? Oh, mein armes, kleines Mädchen. Meine Süße. Wenn wir noch länger hier rumstehen und weinen, wird sich die dunkle Brut auch noch den Rest von uns holen. Gestattet mir, die Seele eurer Tochter in die Obhut des Erbauers zu übergeben, Herrin. Wir stammen aus der Asche und werden zur Asche. Erbauer, gewähre dieser jungen Frau einen Platz an deiner Seite. Lass uns Trost finden in dem Wissen, dass sie in der Ewigkeit Frieden gefunden hat. Ich werde dich niemals vergessen, Bethany. Zumindest hat Vater jetzt wieder Gesellschaft. Bei den Flammen. Es ist zu spät. Wir sind zu mächtig. Die nehmen kein Ende. Ah!
So, so. Was haben wir denn hier? Früher hatten wir so gut wie nie Besucher in der Wildnis, doch nun scheinen sie geradezu in Horden zu kommen. Beeindruckend. Wo habt ihr gelernt, euch in einen Drachen zu verwandeln? Vielleicht bin ich ja ein Drache. Falls dem so ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, dass der Geruch von brennender, dunkler Brut nicht besonders appetitanregend ist. Falls ihr übrigens auf der Flucht vor der dunklen Brut seid, solltet ihr wissen, dass ihr die falsche Richtung einschlagt. Ihr wollt uns einfach hier zurücklassen? Warum denn nicht? Ich hatte einfach gesehen, wie ein mächtiger Oger besiegt wurde und wollte wissen, wer wohl zu einer derartigen Leistung fähig sein mag. Doch nun ist meine Neugierde gestillt und ihr seid in Sicherheit. Zumindest vorerst. Ist das denn nicht genug? Ihr könntet mir vielleicht noch euer Kunststückchen beibringen. Es wird ziemlich nützlich. Ich würde sagen, das ist es tatsächlich. Für eine Magierin seid ihr ziemlich gewitzt. Sagt mir, mein kluges Kind, wie gedenkt ihr, der Verderbnis zu entfliehen? Wir gehen in die freien Marschen, nach Kirkwall. Kirkwall? Oh je, da habt ihr ja eine ganz schöne Strecke vor euch. Ihr nehmt so einen weiten Weg auf euch, nur um vor der dunklen Brut zu fliehen? Habt ihr vielleicht einen besseren Vorschlag? Ich habe gehört, die tiefen Wege seien jetzt frei. Oh, ich mag euch. Ihr wurdet ins Chaos geschleudert und kämpft. Und die Welt wird vor euch erzittern. Ist das Schicksal oder Zufall? Ich kann mich nie entscheiden. Aber offenbar lächelt das Glück heute uns beiden zu. Ich könnte euch möglicherweise erneut helfen. Die Sache muss doch irgendeinen Haken haben. Es gibt immer einen Haken. Das ganze Leben besteht nur aus Haken. Ich schlage vor, ihr schnappt dennoch zu, solange ihr noch könnt. Können wir ihr überhaupt trauen? Wir wissen doch nicht einmal, was sie ist. Ich weiß, was sie ist. Sie ist die Hexe der Wildnis. Ja, manche kennen mich unter diesem Namen. Andere nennen mich Flemeth, Ashabellana oder ein altes Weib, das zu viel redet. Aber ist das wichtig? Ich biete euch an, eure Gruppe an der Horde vorbeizubringen, wenn ihr dafür eine kleine Lieferung übernehmt, die beinahe auf eurem Weg liegt. Würdet ihr das für eine Hexe der Wildnis tun? Was genau ist eine Hexe der Wildnis? Eine Legende der Chasent. Sie sind Hexen, die Kinder rauben. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ihr seid also eine Abtrünnige? Ja, wir haben wirklich einiges gemeinsam. Wie viel Mühe werden wir mit dieser Lieferung haben? Etwa ebenso viel Mühe, wie ich vor 5 Minuten mit eurer Rettung hatte. Gutes Argument. Würdet ihr meine Tochter kennen, wüsstet ihr, wie selten ich das höre. Können wir ihr trauen? Wesley ist verletzt. Wir werden der dunklen Brut niemals entkommen. Wenn ihr mich zurücklassen müsst... Nein, ich habe dir gesagt, dass ich dich hier rausschleife, wenn es sein muss. Und das habe ich auch so gemeint. Grillt noch ein paar der dunklen Brut und ich tue alles, was ihr wollt. Bedauerlicherweise hat meine Wohltätigkeit ihre Grenzen. Es gibt in der Nähe der Stadt Kirkwall einen Clan der Dalish-Elfen. Bringt dieses Amulett zu ihrer Hüterin, Marisary. Macht damit genau das, was sie euch aufträgt, und sämtliche Schulden zwischen uns sind beglichen. Bevor ich euch allerdings irgendwo hinbringe, wäre da noch eine andere Angelegenheit. Nein, lasst ihn in Ruhe. Was eurem Mann angetan wurde, ist bereits in seinem Blut. Ihr lügt! Sie hat recht, Evelyn. Ich kann die Verderbtheit in mir spüren. Wovon sprecht ihr überhaupt? Ich habe sie von der dunklen Brut
Überall war Blut. Ich wusste es, als es geschah. Und wie viel Zeit bleibt noch, bis du... Nicht mehr besonders viel, wenn ihr mich fragt. Und es ist vermutlich die Art von Verderbtheit, die nicht so einfach verschwindet, richtig? Die einzige Heilung, die ich kenne, wäre, ein grauer Wächter zu werden. Und sie sind alle in Ostagar gestorben? Nicht alle, aber die letzten von ihnen befinden sich nun außerhalb eurer Reichweite. Aveline, hör mir zu. Du kannst mich nicht darum bitten. Ich werde es nicht tun. Bitte. Die Verderbtheit ist ein langsamer, qualvoller Tod. Ich kann nicht. Es tut mir leid, Evan. Es muss getan werden. Ohne ein Ende kann es keinen Frieden geben. Es wird nicht leichter. Eure Kämpfe haben gerade erst begonnen.